Europlan Wassermeier GmbH. Stark mit Planen. Egal ob LKW planen, Zelte, Sonnen-, Wind- oder Regenschutz. Europlan Wassermeier GmbH. Qualitätsprodukte aus Plane und Textil. Made in Austria. Besuchen Sie uns in Bram und auf wassermeier.com. BP-Tankstelle Streißenberger im Bramerdorf. Einmal stoppen, dreimal shoppen. Tankstelle, Shop und Gasthaus. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Tankstelle-ried.at. Ihr Regionalmagazin in Donau-Hausruck ist für alle da. Für Sie als Kunde, für Sie als Unternehmer in unserer Region. Ihr regionales Online-Kaufhaus. Regional einkaufen, regional anbieten. regional-magazin.at. Ein Muss für Ein- und Verkauf. Das Beste zum Schluss. Sie können und sollten Ihr Unternehmen in regionales Online-Kaufhaus eintragen. Und das ohne Kosten. In Runde 10 steht in der Derbyliga 1. Klasse Mitte West das Nachbarschaftstreffen zwischen dem SV Europlan Pram und dem UFC Elmark Peterskirchen Dommelsheim Andrichsfurt, kurz UFC PTA genannt, am Speiseplan der Fußballfans. Bei der 11 von Präsident Wassermeier gab es in Runde 6 einen Trainerwechsel. 5 Punkte aus 5 Spielen war nicht gerade das Gelbe vom Ei. Und so gibt seit Runde 6 statt Norbert Petershofer Spielertrainer René Erkner-Sacherl die Richtung vor. Ja, also ich glaube, dass er sehr motiviert ist und auch geeignet ist für diesen Job. Ist natürlich schwer, ein Spielertrainer hat beide Jobs zu machen. Und wir haben ihn ersucht, dass er das macht. Und er macht es sehr gut, finde ich. Er hat einen guten Zugang zur Mannschaft, wo es eigentlich bei anderen Trainern dann nicht mehr funktioniert hat. Und das hat er sehr gut im Griff. Der Start verlief für den Jungcoach nicht optimal. Denn nach einer 2-0-Führung verlor man das Heimmatch gegen Krengelbach noch mit 2-3. Mit den nächsten 3 Spielen kamen dann aber weitere 7 Zähler aufs Tabellenkonto. 12 Punkte, das ergibt derzeit Rang 9. Und nach dem 1-0-Auswärtserfolg beim Tabellenzweiten Haag ist die Brust der Brammer natürlich wesentlich breiter geworden. Beim UFC PTA gibt's in Sachen Trainer nichts Neues. Spielertrainer Peter Matte holte mit seinen Jungs bisher 10 Punkte. Damit steht man derzeit auf Platz 11. Der ist zwar kein angenehmes Ruhekissen Richtung unten, aber, und das ist das Irre in dieser Derbyklasse, zu Lieder Galsbacher SK beträgt der Rückstand auch nur 9 Zähler. Den Ehrenanstoß in der Streißenberger Arena Pram nimmt Präsident Wassermeier mit Langzeitplatzwart Sepp Holzinger, der seinen 50er feiert, vor. Danach muss sich der Greenkeeper sofort wieder seiner Kistensau widmen, die es an diesem Derby-Tag als Schmankerl für die vielen Fans gibt. Dem Match selbst fehlt dann, wie sehr oft bei Derbys, die spielerische Würze. Wäre vielleicht anders gekommen, wenn Brams Pichler in der 3. Minute diesen perfekten Stangler seines Spielkameraden Humer für die 1-0-Führung der Heimelf gegen den UFC PTA genutzt hätte. In der 11. Minute hat Humer nach diesem weiten Ball selbst die Möglichkeit auf das 1-0 der Europlan-Mannschaft. Der Winkel zwar schon spitz, aber da kann man statt des Querpasses ins Niemandsland auch selbst den Abschluss probieren. Nach knapp einer Viertelstunde taucht dann Peterskirchen das erste Mal im Bramer Strafraum auf. Und danach gibt's heftige Reklamationen, denn die Mathe-Jungs wollen ein Elferfoul gesehen haben. Der sehr gute Schiri Keiblinger ist da allerdings anderer Ansicht und entscheidet auf Weiterspielen. Danach dauert es bis zur 28. Minute, ehe den Fans wieder Zeigenswertes geboten wird. Und es sind wieder die Gäste, die dafür sorgen. Nach einem Angriff über die linke Seite steht einem möglichen Fekete-Treffer ein Heimfuß im Weg. Nach einer halben Stunde ein Freistoß auf der anderen Seite der Streißenberger Arena. Pichler führt aus und das nicht schlecht. Aber das Spielgerät streicht an Freund und Feind vorbei.
5 Minuten bevor es in die Kabinen geht, hat Heimangreifer Humer die 100er zur Pramer Führung. Dagegen hat allerdings Gästegoalie Jebling etwas. Der PTA-Schlussmann ist übrigens erst 15 Lenze jung. Wobei fraglich ist, ob der Treffer überhaupt gezählt hätte, denn diese Aktion riecht sehr stark nach Abseits. Sekunden vor dem Pausenpfiff von Schiri Kaiblinger bekommt Heimeinser Lahr noch etwas Arbeit. Die erledigt der Tormann zur Zufriedenheit der Prammer Anhänger. Danach ist Schluss in der Streißenberger Arena. Mit einem 0:0 geht's für die Spieler in die Kabinen und für die Fans zum Semmerl, gefüllt mit einer von Geburtstagskind Sepp zubereiteten Kistensau. Europlan Wassermeier GmbH. Stark mit Planen. Egal ob LKW planen, Zelte, Sonnen-, Wind- oder Regenschutz. Europlan Wassermeier GmbH. Qualitätsprodukte aus Plane und Textil. Made in Austria. Besuchen Sie uns in Bram und auf wassermeier.com. BP Tankstelle Streißenberger im Bramerdorf. Einmal stoppen, dreimal shoppen. Tankstelle, Shop und Gasthaus. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Tankstelle-ried.at. Ihr Regionalmagazin in Donau-Hausruck ist für alle da. Für Sie als Kunde, für Sie als Unternehmer in unserer Region. Ihr regionales Online-Kaufhaus. Regional einkaufen, regional anbieten. regional-magazin.at. Ein Muss für Ein- und Verkauf. Das Beste zum Schluss. Sie können und sollten Ihr Unternehmen in regionales Online-Kaufhaus eintragen. Und das ohne Kosten. Chance 1 in Hälfte 2 verbuchen die Gäste. Nach einem sehenswerten Angriff wird Fekete auf die Reise geschickt. Die Heimabwehr reagiert aber konsequent genug, um Zählbares für den UFC zu verhindern. Nach knapp einer Stunde ein Freistoß für Peterskirchen aus einer guten Distanz. Die Ausführung durch Spielertrainer Matte gleicht aber eher einer Rückgabe auf Lacher. Viel, viel besser führt da in der 63. Minute Fekete den Freistoß aus. Denn bei diesem geht das Runde relativ knapp über das Kreuzeck des Heimgeführts. Ihre erste Chance in Hälfte 2 verbuchen die Europlan Boys erst 12 Minuten vor dem Ende dieses Derbys. Da gibt's allerdings gleich drei Möglichkeiten in Folge, um auf 1:0 zu stellen. Alles beginnt mit diesem Schuss von Bichler, den Gästetormann Jeblinger nicht arretieren kann. Ja, und danach gibt für die Prammer noch die Möglichkeiten 2 und 3 zur Führung. Am Ende heißt es aus Sicht der Gäste: Gut ist gegangen, nichts ist geschehen. 5 Minuten vor Schluss hat dann Spitzlinger auf der anderen Seite des Platzes die Führung für Peterskirchen am Fuß. Aber Heimgoalie Lahr zeigt einmal mehr, dass er, so wie sein Vis-à-vis Jeblinger, sein Handwerk perfekt beherrscht. Nur 120 Sekunden später ergibt sich durch einen Ausrutscher, und das im wahrsten Sinn des Wortes, für den UFC PTA der nächste Sitzer zum 1:0. Aber Spitzlinger ist davon wohl selbst so überrascht, dass er diese Chance zu einem möglichen Dreier auslässt. Aus weiteren 3 Punkten für den SV Bram wird in der 89. Minute dann ebenfalls nichts, weil Daud Basic ebenfalls eine 100er versemmelt. Er nimmt die Kugel zwar ideal mit, sein Schuss dann aber viel zu harmlos, um damit Gästetormann Jeblinger zu bezwingen. Und so endet das erste Klasse-Mitte-West-Derby in Runde 10 zwischen dem SV Europlan Bram und dem UFC Elmark Peterskirchen Tummelzahn Andrichsfurt mit einem alles in allem gerechten, torlosen Remis. Ja, ich glaube, es war eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. In der ersten Halbzeit waren die Bramer ein bisschen stärker, dann zum Schluss haben wir noch die Riesenchance gehabt durch unseren Stürmer und ein paar hat nicht rein wollen, ja. Mit einem 0-0 können wir leben. Derby ist immer hart. Ja, wir haben uns heute viel vorgenommen. Haben leider das nicht umsetzen können, was wir die letzten drei Partien gespielt haben.
ja, unterm Strich ist ein verdientes Unentschieden. Jeder hat seine Halbchancen gehabt, aber unterm Strich, wie gesagt, ist ein verdientes Unentschieden. Ja. Vor allen Dingen beim Match gegen den Zweiten in Haag schon eine wesentlich stärkere Leistung gewesen. An was liegt das innerhalb einer Woche? Ja, das ist schwer zu sagen. Also letzte Woche haben wir wirklich gut gespielt, muss ich sagen. Das haben wir heute, wie gesagt, nicht umsetzen können. Und ja, gegen Haag ist uns, da haben wir eine geschlossene Mannschaftsleistung gehabt und das ist uns heute nicht gelungen. Wir haben heute ein paar gehabt, die was einfach nicht in einer Leistung zwang haben können. Und ja, unterm Strich müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Ja, die erste Halbzeit bin ich sehr enttäuscht, weil wir haben Chancen nur gehabt. Wir hätten das schon lange entscheiden müssen, das Spiel. Zweite Halbzeit, wie unser Trainer schon gesagt hat, es sind ja leider ein paar Spieler, die dann nicht so das zusammengebracht haben, was sie sofort genommen haben. Der Einsatz hat passt, glaube ich. Aber es ist halt der letzte Decker zum Sieg, hat halt gefällt, leider.